Tatsache, das ist ein Drache. Toter Drache aber. Und damit begrüße ich euch recht herzlich, ihr verlorenen Seelen da draußen vor den Monitoren, zu Dark Souls 3. Und ich bin eure Eisenseele. Und das da, die adrette junge Dame hier, das ist Tara Eisenseele. Und sie zeigt uns, dass es vorangehen soll. Und genau das werden wir machen. Ich habe gerade hier zufällig, als ich die Kamera geschwenkt habe, da oben jemand gesehen auf dem Drohnen. Oh, und hier kann ich was reinmachen. Aktivieren. Ah, da geht das Schwert von vorhin. Ah. Ein Leuchtfeuer zum Mitnehmen. Okay, da rasten wir natürlich gleich mal. Okay, jetzt können wir hier reisen. Zauber einstimmen. Leuchtstufenfähigkeiten. Untoten Knochensplitter verbrennen. Damit wird es wahrscheinlich schwerer. Gucken wir mal. Keine Untoten. Okay, habe ich auch gar nicht. Lagerkiste organisieren. Okay. Zauber einstimmen. Ich habe keine Zauber. Reisen. Das Reisen gucken wir uns nachher an. Aber jetzt will ich erstmal gucken, was der Typ da oben hat. Und was es überhaupt mit diesen Drohnen auf sich hat. Eingravierter Text lesen. Der heilige Adrich des Abgrundes. Ach, das war der aus dem Trailer. Das war, glaube ich, der mit den Riesen, oder? Ludev, der Verbannte. Das war, glaube ich, dieser komische Klipperschleim. Was ist das hier? Das ist ein großer. Der heilige König Lothric, die letzte Hoffnung seiner Linie. Okay. Tja, sieht nicht gut aus, wenn das die letzte Hoffnung seiner Linie war. Was haben wir hier? Die Wächter des Abgrunds. Ah ne, dann war das hier die Wächter des Abgrunds, waren dann die, die aus den Särgen gekommen sind. Und dann war das da hinten der Schleim. Okay. Wahrscheinlich. Was haben wir hier? Das ist der Große, das wird wahrscheinlich der Riese gewesen sein. Jorn der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Okay. Gut, aber wo war jetzt der kleine Typ da? Müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Der war. Wo saß der? Der saß doch gerade. Ah, da hinten. Das war. Dann wird das doch nicht der Schleim gewesen sein hier. Was steht da nochmal auf seinem Drohnen? Reden wir erstmal mit dir. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Ludlith of Courland. Look not in bewilderment, as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Sprechen. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Knowest thou of our purpose? Okay, das haben wir schon. Okay, das heißt, wahrscheinlich müssen wir die gar nicht besiegen, sondern nur dazu überreden, dazu zu kommen. Was wir natürlich mit einem Kampf machen werden, aber weil töten wollen wir die ja nicht. Oder wir müssen die Seele bringen und dann können wir die Seele da dran binden. Sollte ich nochmal den Text von dem lesen. Und das war jetzt Ludev, der Verbannte. Okay. So, dann können wir wahrscheinlich jetzt reisen. Können wir denn hinreisen? Reisen.
Hohe Mauer von Lodrik. Ja, machen wir das mal. Okay. Neues Gebiet. Da hinten haben wir was. Das könnten wir wahrscheinlich... Ist das auch ein... Ja, aber das können wir nicht anzünden. Okay. Ja, dann geht's halt auch mal durch die Tür. Wow! Cooler Ausblick. Die hohe Mauer von Lodrik. Schön. Ja, gefällt mir. Jetzt sind wir wahrscheinlich oben auf dem Turm, kann ich mir vorstellen. Also, oder auf der Mauer. Vielleicht nochmal gucken, ob hier irgendwelche schönen Sachen gibt. Okay. Das da, das sieht aus nach... Nee, entweder sind das Bäume oder sind Gegner. Aber wahrscheinlich beides, so wie ich Dark Souls kenne. Okay, da ist auf alle Fälle mal ein Feuerschrein. Ich höre schon Schreie im Hintergrund, ganz leicht. So, okay. Jetzt können wir hier auch ab da reisen. Okay, das heißt, wir können im Prinzip ab da immer wieder zurückkommen. Gut zu wissen. Okay. Die beten die Bäume an. Gucken wir trotzdem erstmal mal hier, ob wir hier irgendwie vielleicht was sammeln können. Das Gute ist, auch mit der Kettenrüstung bin ich immer noch schnell genug, dass ich gut hüpfen kann. Aber ich verbrauche jetzt natürlich schon ein bisschen mehr Ausdauer, das merke ich. Okay, da werde ich mal nicht lang gehen. Ich will jetzt nicht gegen den Großen da kämpfen, gleich am Anfang. Wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Was? Wer schießt? Ah, da ist einer. Wo kommst du denn auf einmal her? Ist das schon die ganze Zeit da? Anscheinend. Wahrscheinlich, als wir die Treppe runtergelaufen sind, haben wir die Akku von dem geholt. Gut, guck mal hier unten lang. Ich glaube, das ist der eher ungefährlichere Ort. Und das, die hier scheinen so wie die Dark Souls 1 Typen zu sein, die einfach nur rumschwören, die noch nicht... Okay, ich muss noch ein bisschen mit der Reichweite von dem Krummschwert. Das sind auf alle Fälle Gratis-Seelen. Hallo, Dude. Probieren wir mal, ob wir das Parieren hinkriegen. Nee. Okay, das mit dem Parieren, das braucht noch ein bisschen mehr Timing. Das muss ich noch ein bisschen bei leichteren Gegnern noch ein bisschen üben. Okay, aber das Schwert braucht auch unwahrscheinlich viel Ausdauer, merke ich gerade. Okay, Backsteppen funktioniert aber. Ich
Gucken wir mal ganz kurz. Wir kriegen hier 36 Seelen und wenn ich jetzt einen normalen von denen töte, kriege ich 30. Also es ist auch wieder so wie in normalen, also in den Vorgängern, dass wenn ich einen Backstep mache, ich extra Seelen bekomme. Und wahrscheinlich bei einem Parry wahrscheinlich genauso. Da lohnt sich natürlich die Typen hier mit dem Backstep zu holen, einfach für die 6 extra Seelen. Jetzt wäre es natürlich auch interessant, ob ich dann auch wieder unverwundbar bin, wenn ich einen Backstep mache. Oder ob ich da attackiert werden kann. Okay, hier ist was. Vorsicht vor oben. Okay, bevor ich den bewerte, gucke ich erstmal. Okay, wir üben mit dem hier nochmal Parry. Nee, doch nicht. Okay, vielleicht sollte ich das mit dem Parry noch mal ein bisschen zurückstecken. Zumindest mal, bis ich mehr Ausdauer habe. Also das Schwert ist zwar toll, aber es verbraucht doch noch sehr viel Ausdauer. Oh, ist das süß. Im Tode wieder vereint, die beiden. Ich muss euch trennen. So, hier oben waren irgendwo meine Seelen. Kein Risiko mehr. Da war ein bisschen zu viel Feuer. Okay, aber ich merke auf alle Fälle, was ich brauche, ist Ausdauer. Weil ich brauche schon 3 Angriffe, um die fertig zu machen, dann ist meine halbe Ausdauer weg.
Da oben ist noch einer. Das ist auf alle Fälle gar nicht schlecht, um ein bisschen Seelen zu farmen. Ups, das war knapp. Nein! Oh. Das ist eine Drachenhaut. Oh, die konnte ich nicht mal auf einmal... Aua. Boah! Gut, erstmal wieder den hier. Okay, ich glaube, wir haben alle. Okay, wenn wir die erledigen, bevor der Alarm ruft, dann können wir die... Das heißt, ich könnte jetzt wahrscheinlich den da oben erwischen. Genau, bevor der die anderen holt. Das ist gut gewesen. Ein Fernglas. Gucken wir uns gleich an. Tatsache, das ist ein Drache. Toter Drache aber. Okay, die Kreischer kann man also erledigen, bevor sie... Ich dachte gerade, da kommt einer. Bombe. Cool. Okay, dann gucken wir mal, ob wir diesen... können wir das ausrichten? Aus... Fernglas.
Noch mal ganz kurz gucken, nicht, dass dann plötzlich, wenn wir das Fernglas benutzen. Ich würde sagen, wir benutzen es von oben. Da haben wir wahrscheinlich noch eine bessere Aussicht. Ach, da ist noch einer, oder? Ne, der ist tot. Ja, der ist tot. Okay, gucken wir mal. Cool. Okay, ich glaube aber, wir finden hier nichts mehr Interessantes. Ich gucke noch einmal um alle Ecken rum. Nein. Das ist das Meer. Kann man da noch mal ganz kurz gucken. Schöne Architektur, also echt. Okay. Den Drachen wollte ich mir jetzt nochmal angucken von vorne. Ah, da ist noch einer. Habe ich nicht ganz erwischt. Da ist noch was. Das leuchtet da. Brandbombe. Okay. Bisschen Frühjahrsputz machen. Aber ja. Ha, das sieht schon alles ordentlich aus. Ah, da ist noch eine. Stopp. Okay. Und da drüben können wir auch noch ein bisschen Frühjahrsputz machen. Ups. Krieg ich das nicht kaputt? Nee. Übrigens, falls sich jemand fragt, genauso räume ich auch immer mein Zimmer aus. Genauso. Oh, da ist noch ein Stuhl, der noch in die Ecke kann. Guck, und der macht es genauso. Ach, kann man da durchrollen? Nee. Okay. Und da könnte ich noch... Kann ich das nehmen? Nee. Kann ich da von da hinten ran? Nee, okay, da geht es wahrscheinlich da hinten noch ein. Oder gab es von da oben noch einen Weg rum? Den ich jetzt nicht gesehen habe, weil der Drache da im Weg ist. Mal gucken. Also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der Drache irgendwann zum Leben erwacht und dann hier rumfliegt. Ah, ja doch, hier komme ich noch. Goldenes Kiefernherz. Genau, das glaube ich macht Elektroschaden oder irgendwas. Okay. Dann suchen wir uns das nächste. Nächste Ecke. Seele des verlassenen Leichnams, okay. Okay, da ist schon wieder so ein Lanzentyp. Die habe ich schon im ersten Teil nicht gemocht. Aber den kriege ich doch leichter, okay.
Rache! Oh! Ah. Rache! Ist es der von gerade eben? Er sieht zumindest genauso aus. Da gehe ich nicht hoch. Ja, vielleicht doch. Boah. Heiß, 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 heiß. Noch lebe ich, noch lebe ich, noch lebe ich. Boah. Boah. Ach du Kacke. Gut, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber da ist ein feuerspeiender Drache. Ah, da ist noch einer! Ich überlege gerade, ob es mir wert ist, da die... Ah, das ist ein anderer Drache. Das ist tatsächlich ein anderer Drache. Das ist nicht der von gerade eben. Ich habe leider nicht, auch nicht aufgepaust, als da die... Hier eine kleine Titanscherbe. Gut, da ist wieder Drache. Der wird wahrscheinlich gleich Feuer spucken. Okay, der hat erstmal oben Feuer gespuckt. Thank you.
okay. So. Jetzt würde ich an der Stelle fast mal sagen, haben wir da schon diesen Stein zum Notiz machen? Phantomverband? Nein. Den muss ich mir auch noch irgendwo holen. Weil an der Stelle würde ich jetzt hier fast sagen, sollte man eine Notiz hinmachen. Beziehungsweise ich sollte schwarzer Lebewohlkristall. Ah, die Nachricht mache ich so hier. Vorlage. Voraus. Wörter. Zeherfeind. Nein, nicht schon wieder. Der war so knapp davor. Okay. Den Drachen habe ich durchschaut. Wir gehen erstmal nach oben. Dann macht er das Feuer. Dann können wir runterrennen. Und dann easy peasy da vorbeilaufen. Und den kriegen wir auch schon fast durch. Die Seelen hier oben will ich trotzdem alle mitnehmen, weil das sind wirklich gratis Seelen. Das sind ja 300. Die ich ohne große Probleme mitnehmen kann. Schon. So, dann als nächstes wieder den da unten. Okay, so.
Hui. Versuchen wieder hier unten zu bekämpfen. Damit ich keine Ads ziehe. Na! Ich versuche jetzt nochmal dahin zu kommen. Ich werde nicht gegen den kämpfen. Ich versuche jetzt einfach nur die Seelen in Sicherheit zu bringen. Weil die 5000 Seelen will ich jetzt nicht riskieren. Ich werde jetzt auch die hier nicht abschlachten. Und nur die drei, die mir auf dem Weg vorkommen. Noch schnell. Frage ist natürlich, wie wir wohl rauskommen, weil, aber ich könnte es natürlich schaffen. Eventuell muss ich dann noch, sterbe ich noch einmal wegen dem Drachen, aber. Das nehme ich in Kauf für die 5000 Seelen. Weißt du Feuer? Okay. Und hinterher. Okay. Wir haben 6000 Seelen gesichert. Yay! Gut, dann holen wir uns noch die restlichen 200 Seelen, die jetzt da oben liegen. In Form von irgendwelchen lebenden Leichnamen.
und dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. In der nächsten Folge werden wir dann hier den Weg lang gehen. Allerdings, heute, jetzt werde ich nachher in der Pause erstmal rumgehen und ein bisschen Konstitution und ein bisschen Ausdauer, also Ausdauer und Konstitution bauen. Ich sage auf alle Fälle danke, meine kleinen Seelen, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Außerdem freue ich mich natürlich immer über Kommentare und den ein oder anderen Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr sehen wollt, wie es hier mit Tara Eisenseele weitergeht, dann abonniert mich doch, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Ganz kostenlos. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.